So weiter geht's mit den bisschen größeren Burschen. SG Karneuburg, Stetten U15 ebenfalls Meister geworden und haben aktuell 22 Punkte, ein Torverhältnis von plus 36, heißt 51 zu 15 Toren. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich und wir beginnen wieder mit den Torleuten. Und wir danken noch einmal den Tobias Hirschl. Auch Tormänner können Tore machen. Wir gratulieren Marvin Blattnick zu einem Tor an Öfer. Wir sind sofort mit der Verteidigung und gratulieren ganz, ganz herzlich den Jakob Kostal. Mit einem Tor, ein Mann wie eine Eiche. Wir gratulieren Tobias Habeler. Ja, die Leben hat er vom Vater und die Schuhkreis, glaube ich, ist er auf dem besten Wege dorthin, dass er für seine Hammel einen eigenen Kosten kriegt. Aber so soll es sein. Nächster in der Verteidigung, gratuliere Maximilian Wegenstein. Ja, mir wurde so eben eingeflüstert, es gibt nur Leib und der Weber. Verteidigung Robin Weber. Last but not least in Verteidigung, Dankeschön, Alexander Popovic. Wir kommen nun zum Mittelfeld. Ein Tor geschossen, spielt aber auch in der 14 und wurde mit der 14 Meister. Gratuliere, Alexander Kreiner. Ja, Mittelfeld, 6 Tore gemacht und ein wunderbarer Bursch, der immer wieder mit seinen blauen Karten spielen will. Manuel Gschlendt. Ebenfalls ein Torschütze. Gratulation an den Alexander Goretzki. Leider Gottes auf Sportwoche, aber trotzdem guten Applaus und schönen Applaus für den Sold Gerag. So, einen Gipsverletzten haben wir auch noch, aber trotzdem großartigen Applaus für den Florian Aschani. Ebenfalls bekannt geworden und groß geworden in der U14 und auch mit der 15er Meister geworden. Dankeschön nochmal, Benedikt Forster. Zweifacher Torschütze, ebenfalls aus der U14, Peter Schwarzböck. Ja, der hat immer dieselbe Frisur, wie gibt's das? Okay. Ja, der Ronaldo macht sich in der Pause eigene Frisur. Ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Trotzdem, ein Tor. Dankeschön, Benedikt Lehner. Der nächste, der Kapitän, der zweifache Torschütze. Er kommt aus einer sehr erfolgreichen Dynastie. Ich kann davor reden, weil ich bin massiv übergewichtig. Dankeschön, Fabian Schweinberger. Ebenso ein Torschütze, der letzte aus dem Mittelfeld, ein Motor, eine Maschine im Mittelfeld, Maximilian Mottica. Nomen est omen, so wie der Vater. Was sind wir da noch so? So, ich komme nun zu den Stürmern. Danke vielmals. Ja, U14, U15, 8 Tore gemacht und wir gratulieren. Alessavi Abdullah Aham.
Gratulation auch noch einmal an unseren Stürmer, den Felix Fischer. Zweifacher Torschütze als Stürmer. Gratulation an den Daniel Bogart. Naja, jetzt kommen wir zu einem Burschen, der könnte sich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, aber ja, sagen wir, er ist ein Torschützenkönig mit 25 Netz. Gratuliere, Tobias Wetsch! So, Herrschaften, aber es geht nicht ohne erfolgreiche Trainer. Und wir sagen herzlichen Dank und Gratulation an den Alex Wetsch und den Harry Pitbull Weber. So, beide Mannschaften spielen nächstes Jahr Landesliga, aber bitte seid ein bisschen flink mit den Fotos, die Mannschaften stehen schon da. Wir sollten eigentlich das Spiel fortsetzen. So, in diesem Sinne nochmal einen ganz, ganz großartigen Applaus für unsere Burschen der U14 und U15 SG Stetten-Korneiburg. Dankeschön! Entschuldigung noch einmal an die Kampfmannschaft. Der depperte Plotsprecher braucht immer länger. Das ist wirklich furchtbar. Ich bin wieder Gottschalk. Aber nur verdiene nicht so viel Geld. Aber alles ist gut.